Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irena. So, heute habe ich Brille. Heute habe ich die Karten gefunden. Die Herzenswünsche ans Universum. Wenigstens das. Eine Karte bleibt drin. Die will nicht raus. Dann schauen wir, was will nicht raus? Für alle. Ich nehme niemandem etwas weg. Wenn ich Erfolg habe, es ist genug vorhanden. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn etwas in meinem Leben gut läuft, sondern zelebriere diese Fülle in mir und um mich herum. Wunderschöne Karte. Und wir nehmen die nicht mehr. So, Stapel Nummer 1, meine Lieben. Der Magier. Der Magier sagt uns, dass wir heute haben sehr viele Möglichkeiten, unsere Ziele zu erreichen. Unsere Wünsche können in Erfüllung gehen. Konzentriere dich auf etwas eines und alles wird perfekt. Glaub mir, meine Lieben, du kannst heute mit Tat etwas heute erreichen, mit deinem Mundwerk vielleicht sogar. Und wir schauen, was hat die Karte für dich. Visualisiere das Leben, das du leben möchtest. Stell es dir so detailliert wie möglich vor, als wäre es bereits Realität. Wie fühlt sich dieses Leben an? Schließe deine Augen und verinnerliche dieses Gefühl. Nimm das Gefühl als Ziel deiner Wünsche. Wunderschön. Das Gleiche, was ich gesagt habe. Stapel Nummer 2, meine Lieben. Viel Spaß. Wir haben hier Ritter der Stäbe. Na, 6 Stäbe. So, ab und zu mal muss man lesen. So, 6 Stäbe. Diese Karte sagt uns, dass du heute etwas gewinnen kannst, dass du heute mit Hilfe anderer Menschen irgendwie eine Position nehmen kannst. Das heißt, wirst gelobt, wirst vielleicht irgendwie welche Auszeichnungen bekommen. Karte sagt, Erfolg in Karriere, Erfolg zwischen anderen, das könnte auch in der Familie sein, das kann in deinem Büro sein. Du hast heute Erfolg. Auch diese Karte sagt Befreiung. Das heißt, wenn du irgendwo fest geklemmt hast, ja, heute kannst du dich befreien. Aber diese Karte auch sagt, wenn du da richtig anschaust, da sind auch andere Menschen, sogar sehr viele. Das heißt, diese Befreiung mit Hilfe anderer Menschen. Und jetzt schauen wir die Karte, die du hast heute. Ich ziehe gesunde Beziehungen an. Auch mit mir selbst gehe ich liebevoll und sanftmütig um. Ich muss sagen, der erste Blick hatte ich auf diese Hände. Eine Hand hält die andere Hand. Genauso wie hier auf diese Karte. Alleine kannst du heute gar nichts erreichen. Aber zusammen jemand oder mehrere Menschen an deiner Seite würde dir auf jeden Fall weiterkommen helfen. Ich wünsche euch, meine Lieben, einen wunderschönen Start in die neue Woche. Alles Gute und alles Liebe. So, tschüss, Papa, meine Lieben.